Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur Aufnahme Kraftwerkserie Nummer 36. Toll, du bist immer noch dabei. Toll, du bist ja dabei geblieben und hast dir die anderen Sachen schon wahrscheinlich angehört. Und das, was ich heute euch erzählen möchte, ist eine Vertiefung zur Aufnahme Nummer 6. Da haben wir schon mal ein Thema gehabt, was für einige neu war und unbekannt war. Und nun wollen wir das ein bisschen vertiefen. Und dazu gibt es jetzt die Aufnahme Nummer 36, weil es wirklich ein fortgeschrittenes Thema ist. Es ist ein Vers, den Jesus erzählt im Johannesevangelium. Das ist Kapitel 16, der Vers 33. Das ist der letzte Vers im 16. Kapitel vom Johannesevangelium. Und dort sagt Jesus etwas, was ich glaube vielfach nicht verstanden wird. Und ich möchte versuchen, euch heute ein bisschen näher zu bringen und ein bisschen zu vertiefen, dass ihr seht, was da eigentlich für ein Grundgedanke hintersteckt. Der Vers lautet erstmal, ich lese ihn aus der Luther 2009 Übersetzung. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich lese es nochmal, weil es ein bisschen komplexer ist und die meisten Übersetzungen es auch nicht richtig wiedergeben. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich möchte den Vers für euch aufschlüsseln, indem ich ihn von einer anderen Seite betrachte. Denn ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt da drin ist, den die meisten noch nie so gehört haben. Es geht um das in der Welt sein oder im Geist sein. Das ist der Gedanke dahinter. Das sind zwei Grundhaltungen, in denen wir uns befinden können. Und das hatte ich bereits in Folge 6 etwas ausführlicher erklärt. Es geht um zwei Grundhaltungen des Herzens, wo wir uns befinden. Ob wir uns in der Welt mit unserem Herzen befinden oder ob wir uns in Gott oder im Heiligen Geist befinden mit unserem Herzen. Und diese zwei Grundhaltungen werden hier von Jesus gegenübergestellt. Er sagt, wenn ich mit meinem Herzen in der Welt bin, habe ich Angst. Und das ist das, was jeder von uns kennt. Wenn die Welt in unserem Herzen groß wird, haben wir Angst, haben wir Furcht, haben wir Respekt, haben wir Befürchtungen und lassen uns auch Angst leiten in unserem Leben. Es ist ein Grundzustand des Herzens, das in der Welt sein. Und Paulus nennt es auch auf der anderen Seite das im Fleisch sein. Das ist das Gleiche wie in der Welt sein. In der Welt und im Fleisch sein ist eigentlich ein und das Gleiche. Im Fleisch, da bin ich in meinen eigenen Bedürfnissen, in meinen eigenen Haltungen, in meinen eigenen Überzeugungen, in dem alten Ich bin ich drin. Und das ist auch die Welt. Die Welt heißt, ich bin in dem Alltagsgeschehen drin, ich bin in dem, was die Welt mir aufdrückt, drin. Mein Herz befindet sich nicht in Gott, sondern mein Herz befindet sich in der Welt. Und da ist es verankert, da ist das Fundament gelegt. Und jeder, der sich dort befindet mit seinem Herzen, hat Angst. Ist Angst geleitet, ist Angst gesteuert und seine Entscheidungen im Leben werden von Ängsten geprägt. Und Jesus sagt, ich habe das nicht mehr. Ich habe diese Welt überwunden. Ich habe es überwunden, in diesem Fleisch zu sein. Ich habe es überwunden, in dieser Grundhaltung des Herzens drin zu sein. Ich habe es überwunden. Und diese Haltung, die er dort hat, zeigt, dass er mit seinem Herzen an einer anderen Stelle steht, dass er woanders verankert ist und dass er woanders seine Frieden und seine Ruhe findet. Und er sagt, wenn wir nun in diese Haltung hineinkommen, kommen wir in diese Haltung des Friedens hinein, des inneren Friedens, der inneren Ruhe. Und das ist wichtig zu verstehen. Denn in der Welt ist unser Herz unruhig. In Christus ist unser Herz in einem Frieden. Und das ist das, was der Vers am Anfang sagt. Damit ihr in mir Frieden habt. Genau das ist das, was er eigentlich sagen möchte, dass die
Grundhaltung, wenn wir nicht mehr in der Welt mit dem Herzen sind, sondern in Christus mit dem Herzen sind, in einem übernatürlichen Frieden mit ihm ist. Wir sind nicht mehr angstgesteuert, sondern wir leben aus einer Beziehung heraus. Wir sind nicht mehr angstgeleitet in unseren Entscheidungen, sondern Christus geleitet in unseren Entscheidungen. Und Jesus sagt nämlich, ich habe das überwunden und lädt uns ein, mit ihm das auf der gleichen Ebene durchzuziehen. Genauso wie er und mit ihm unterwegs zu sein. Im Geist und nicht im Welt, im Fleisch. Und ich lade euch aus, experimentiert damit rum, probiert es. Ebenso wie er die Welt zu überwinden, mit all ihren Ansprüchen, Wünschen, Bedürfnissen zu überwinden und sagen, ich komme jetzt in eine andere Grundhaltung des Herzens. Ich will da raus und ich will woanders hinein und deswegen will ich unbedingt etwas anderes. Und ich lade euch ein, probiert das aus. Es lohnt sich wirklich zu entdecken, dass wenn wir mit dem Herzen neu verankert sind, neu verortet sind, dass wir plötzlich Frieden haben. Inneren, übernatürlichen, großen Frieden haben, aus dem In-Christus-Sein heraus. Ich lade euch ein, probiert's aus, es lohnt sich. Ciao für heute, euer Frank.